Also, wenn wir draufstehen, passiert was. Darf ich zurückgehen? Darf ich? Ihr solltet zurückgehen. Aber nicht, um irgendwie rauszugehen, sondern um einfach nochmal das süße Lachen zu hören. Ist Sammy die sehr? Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Angels of Death. Ihr 93 Tovia, ich weiß, das ist verdammt leise gerade eben. Also wenn ich nicht reden würde. Aber der Ton ist da, wir sind im Moment irgendwie in einem dunklen Abschnitt von diesem Friedhofsgebiet. Und ja, durch die Rage, die der Zack im letzten Teil über die Wut hatte, dass er seinen eigenen Grabstein nicht zerstören konnte, haben wir den Mechanismus entdeckt, um dieses Tor zu öffnen. Und jetzt sind wir hier. Ich habe beim Reingehen irgendein Kichern gehört. Wir sind hier also nicht alleine. Numerous books are lined up side by side. That's a document with someone's name and work history written on it. Appears to be a resume. Books on a religious subject matter are arranged on the shelf. Was Interessantes gefunden? I feel like I'm not familiar with this subject matter. Naja, Religion, das ist schon ein schweres Thema. It doesn't really make sense. Okay. Books appearing to be about philosophy are arranged on the shelf. Okay. Books appearing to be about the occult are arranged on the shelf. Was war noch ein Okkult? Der Kultus. CDs and picture books for children are arranged on the shelf. Wieso alles für Kinder? Die Handschrift war von einem Kind, das Lachen war vom Kind, hier waren CDs und Bücher für ein Kind. Gravestone Catalogs are arranged on the shelf. Ich habe hier die Person gesehen von anscheinend, die ich glaube, die heißt Eddie. Sieht aus wie eine Puppe. Oder Grubengräber. Bin durcheinander. Ich lese einfach mal. There are numerous filed resumes. Ah, Watkin Beckett. This name. I saw it earlier. Konnte es sein, dass die Leiche, die wir in der Garage gesehen haben, dass dieser Typ war? Schwinde die finsteren Augen. Are these resumes of everyone who's come here? And just as I thought, it looks like this guy did died here. Warte! An unfiled resume slipped out below the files und ich dachte schon, das hat jemand dort hingeschmissen. Hey, resumes are scattered about. Wieso ist es hier verdammt? Warum ist es hier so verdammt leise? This one has my name on it. Aha. It talks about me in great detail. Wirklich, wofür ist diese Einrichtung gedacht? Warum kommen hier Leute her? Nur damit sie sterben können, oder? Nee, oder? Was ist? Ah. There's another one. This one's someone else's. Isaac Foster. DOB unknown. Ach, date of birth. Estimated age 20s. In childhood, oh, da haben wir die Hintergrundgeschichte. There is evidence that he was placed in an orphanage. Ein Waisenhaus. The institution was unauthorized. Therefore, details surrounding it are unknown. Also, es war nicht autorisiert, diese Anrichtung. Possible trafficking. Also, Schwarzhandel oder irgendwas. The institution was later charged for substandard living conditions. But Isaac Foster was already missing by then. Also, es wurde verklagt wegen schlechten Lebensbedingungen, aber da war Isaac schon weg. Concurrently, the bones of several children were found in the institution's yard. Mehrere Knochen von Kindern wurden im Garten der Institution gefunden. Oh. Moreover, also found is what is believed to be the slaughtered bodies of the proprietors. Die geschlechteten Körper der, wahrscheinlich der Aufseher oder so. There's a large gap between the period of death for the slaughtered children and proprietors.
Based on the slash wounds on the bodies inside the institution, the suspect is believed to be Isaac Foster. Also es war eine zwischen dem Tod der Kinder und der Beauftragten liegt eine Zeit dazwischen drin. Also er hat anscheinend, also Isaac hat anscheinend erst nach und nach die Kinder getötet und danach die Erwachsenen. Und sie vermuten, es war eben Isaac Foster wegen den Schnittwunden. The whereabouts of Isaac Foster are currently unknown. However, he is involved in a series of psychotic murders taking place in Stead Redacted, das haben wir ja schon gelöscht. Several years later. Das, was wir schon in der Zeitung gelesen haben, jetzt ist er in mehreren Mordfällen verbunden. The murder scenes extend to several locations. No obvious disposition for rituals at the time of crime. Also die, es gab keine Anzeichen eines Rituals. Also sie denken, dass er tötet, um irgendein krankes Ritual, wahrscheinlich ein dunkles Ritual durchzuführen. However, has a tendency to strongly react to human emotion. Ja, er reagiert extrem auf menschliche Emotionen. Wenn sie fröhlich sind, dann will er sie schlachten. Wenn sie traurig sind, dann denkt er sich, boah, lass mich doch in Ruhe. Possesses great physical prowess, but is pure at planning. Lacks education and intelligence. Also er hat immense körperliche Kraft, aber er hat nicht das genügend Köpfchen zum richtigen Plan. Further, his entire upper body is bandaged due to burns that are believed to have been sustained during his stay at the facility in childhood. Oh, deswegen. Sein oberer Körper ist komplett bandagiert wegen Brandverletzungen, die er wahrscheinlich während der Zeit in der Einrichtung bekommen hat. Oh. Edit was originally assigned to B6, but was reassigned due to rule violation. Das sind also hier Aufzeichnungen von dieser von diesem Turm. Er war zuvor eben der Aufseher von der Ebene 6, aber weil er die Regeln verletzt hat, wurde er wieder zurückgesetzt. Cause of death, plank. Victims, plank. Aha. This is probably him. He committed murder at the institution where he lived? And is a serial killer. Has he been murdering people here ever since? The cause of death and his victims are plank. If I die, then my name will go here. He's on the run now, though. I wonder how many he's killed. I'll take this back to him for the time being. Come to think of it, I haven't looked in the back of this room yet. Okay, werde ich machen, aber das war jetzt wirklich interessant. Ich habe gehofft, dass man was über seine Hintergrundgeschichte erfährt und boom, das Spiel bietet es mir. Wunderbar, was haben wir denn hier? Is this a felt-tip pen? Felt-tip pen? Achso, ein Schreiberling. Hallo? Hallo? Ist da was? I can make out something in the back. Is it a door? It wouldn't hurt to check. Es würde wehtun, wenn da jemand auf dich zukommt. Das war ein Scheiter. Hä? What's this hollow spot? If I stand here on top of it, a switch sounds. But nothing happens. The door is tightly shut. And there's no keyhole. There's some sort of mechanism like hollow spot on the floor. But standing on it doesn't open it. Es verschließt die Tür. Ja, there's a mechanism on the floor, but it doesn't do anything. Doch, tut's. Es verschließt wahrscheinlich die Tür, anstatt sie zu öffnen. Das ist... Aber wie soll man das denn machen? Wie soll man dann die Tür öffnen, ohne drauf zu stehen? Ha. 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 Okay, das ist jetzt ein Rätsel, wo ich versuche mal auf die Lösung zu kommen. Also, wenn wir draufstehen, passiert was. Darf ich zurückgehen? Darf ich? Ihr solltet zurückgehen. Aber nicht, um irgendwie rauszugehen, sondern um einfach nochmal das süße Lachen zu hören. Is somebody there? Antwortet mir da gerade jemand? Oh.
I'll know what you desire. I like you, so I'll make you lovely. After all, this is my domain. This floor's... Hey! What you fucking around for? Hurry up! Okay, ist ja gut. War das der liebe Eddie, den ich gerade getroffen habe im Dunkeln? Better head back for a bit. Okay. Dass ich ihn von da hinten gehört habe. Mann, muss der ein lautes Organ haben. Servus. Na, wie geht's? Bisschen Frust abgelassen? Ich glaube, der hat noch mehr Frust aufgebaut. Na, jetzt seht ihr ja. Alle Gräber sind zerstört. Das hat sie vorhin gehört. What's this? What took you so long? What the hell were you up to? I should ask you the same. And? Any news? Beyond the door in the back right side, there was some sort of archives room. There was another door in the back of that room too. It also had no keyhole and was shut. Huh? Another one? Oh, and I found this. Huh? A resume. A resume? What's written on it? Wisst ihr, mit seinen Reaktionen wie, hä, oder ich kann das nicht lesen, das macht jetzt auch, dass ich weiß, nun da ich weiß, dass er, sage ich, eine geringere Intelligenz hat oder eben keine Bildung, macht es schon Sinn. Soll nicht beleidigend sein, ja. Ich will den bestimmt nicht beleidigen. It's about me, Rachel Gardner. That's worthless bullshit. All it does is tell you a story. Nothing more, nothing less. Also, there was also one for some guy named Isaac. Is that you? Ach stimmt ja, sie kennt ihn ja, glaube ich, sie kennt ja nicht mal seinen Namen. And what are your impressions from reading that? Yep, that's right. I'm Isaac Foster. Your impressions? Nothing special. It's a sheet of paper about you. Nothing more, nothing less. Are you not afraid of me? Afraid? No, I'm not. A girl like you once said the same thing a long time ago. At first she was afraid, but once she got wise to me, being the serial killer in the newspapers, she started acting different toward me. Also Moment, sie hatte erst Angst vor ihm und als sie dann die Info bekam, dass er der Serienmörder ist, hat sie sich gegenüber ihm anders verhalten. Then she wouldn't shut the hell up. I'm not afraid of you, or I'm your biggest fan. It was cute, so I gave her a 5-second head start, instead of the usual 3. Too bad she didn't get far. So when I tried to kill her, she went batshit crazy. I didn't know what the hell to make of it. So I told her to hold still, if she wasn't afraid. Then, she screamed that she only said that because she feared for her life. I guess the dumb bitch thought she could ass-kiss her way into surviving, eh? I hate liars. So, I killed her. Gerade die Glühbirne. Oh, Idee! Is that story supposed to relate to my request to have you kill me? Hä?
If I took the same approach, could I get you to kill me? Oh yeah, you gave me 3 seconds, not 5. Are you fucking crazy? Oh shit, that's right. This bitch wants me to kill her. So not being afraid means... What's wrong? Nothing. So wait, why aren't you afraid of me? I don't even know you very well. Know me? You read that paper, didn't you? What are you? Illiterate? Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. I read it. But I just met you earlier, so... I still don't know much about you. Therefore, I have no interpretation of you. Meh. Have it your way, then. Oh, and is that all? There was a mechanism in front of the door, but it believes there's probably another one, so I'm gonna take a look around here. I see. Oh, and something else. You're still not done? I heard a voice. Schon wieder das Klingeling. Was hat das zu bedeuten? Kommt da gerade der Waffelmann, der so gut Waffeln backen kann? I think it's from the master of this floor. The voice said it knows my desire. You don't say. Was mir gerade jetzt auch auffällt, wie sein linkes Auge sieht anders aus als sein rechtes. Hey, let's move. Ah, but before we go. I just gotta smash this 1, 2 before it drives me off the fucking wall. Wait. Huh? This one's a stubborn one. Sorry, I'm OCD like that. This gravestone being the only one left was spying the shit out of me. Auch etwas, was wir gemeinsam haben, diesen leichten Drang, etwas zu Ende zu bringen. Und I'm OCD? Was heißt das, OCD? Keine Ahnung, muss ich nachschauen. Hey, let's head out. There's no grave for you here. Once we get out of the basement, I'll find you a nice one. Alter. Der Zack. Ich mag ihn. Ernsthaft, ich mag ihn wirklich, seine verrückte, sarkastische Art. Da kann man sagen, Sarkasmus, im Grunde schon, er macht ja Witze über Tod und oh, ich habe hier einen Vorsprung gegeben, bevor ich sie getötet habe und oh, ich hasse Lügen und so weiter. Ich mag ihn, ich mag seine Hintergrundgeschichte und so und oh. Das ist genauso wie bei Clemens bei Penumbra, ja. Das ist auch so ein verrückter Kerl, aber ich mag ihn. Besonders ist jetzt diese, und auch diese, die Unterhaltung jetzt mit dem, Entschuldigung, meine Nase, mit dem, diese Strategie funktioniert ja, die will ja, dass ich sie töte, boah, dann klappt das halt nicht, aber. Und einfach auch das ist a small note. Oh, Tatsache. Hab ich gar nicht gesehen. Let me help you. Von wem ist die denn? Hey, you find something? It's nothing. Mann, oh Mann. Das ist wirklich von den Beinen der Sekte her, sag ich mal, aktivere ist. Was ist eigentlich hier unten? Da war ich ja noch gar nicht gewesen. The door is locked. Okay. Oh, da wäre auch nochmal eine Notiz. There's a small note. If you want to suffer, I'll make it painful. If you want to go without pain, I'll be gentle. Whichever way you prefer. Das ist wahrscheinlich von dem Floormaster, oder? Hä?
Hallo? Noch eine. This is a small note. Hey, how do you wanna die? What? 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 Wie spricht man das aus? What die is... Blablabla. What die keep stopping for? Was ist das für ein Akzent? It says, I gladly kill you. Huh? Pfff. Something's floating in the water. Ach, jetzt sehen wir, was das ist, oder was? Is that what I think it is? A body? Oh, that? What are we gonna do about it? I'm not sure, but I want you to go in there and stand in the submerged hollow area. Ah, da ist ein Loch! Ah, oh, oh. Wie kommt sie denn auf die Idee? In the water? You want me to do what? If you're gonna cry about it, then... Hey, I didn't say I wasn't gonna do it. Unlike you, there's no way in hell I'd die in a place like this. You've been sent as shit this whole time. Anyways, don't get any crazy ideas about dying or being killed. I'm not gonna be stuck here any longer than I gotta be. Wie sie ihn so ein bisschen spielt, wie sie das im Grunde ausnutzt, dass er ein bisschen, sag ich, unterbemittelt ist. Are you really gonna kill me? I'm such a nobody. If you wanna die so bad, then why not just kill yourself? Because it's unforgivable. Huh? Why is that? Because it's will of God? Hell if I know. Well, even I'm not entirely sure. But if it's the word of God, then it must be absolute. It's unforgivable. Oh, God says so, huh? In that case, you gotta prove your worth to me before I can kill you. What do you want? Make yourself useful. Also, if I'm gonna kill you, can you try to make it worth my while? Show anger or cry for your life. Show anger or cry for my life? Sie spielt gerade nur, oder? You know, facial muscles to show emotion. Sure you're not already dead? Was will denn damit sagen, dass sie, hat sie versucht, hier Mimik zu zeigen, aber es hat nicht geklappt, oder was? Was betrachten wir gerade? Das ist irgendwie wie so eine schwarze Komödie, was wir uns gerade anschauen. I'm alive, so I want you to kill me. Ah, fine, fine. Hey, can you give me a smile? Smile. Also smile. How's that? You're dead in the eyes. Yeah, that's no good. What we're wasting time on this crap for? Hey, so I'm just need to stand on top of that thing over there. Well, hurry and get over there already. It's cold and gross over here. Okay. I gotta back to the place earlier with the hollow spot and stand on top of it. Ah, das ist also ein Doppelschalter. Dort muss einer stehen und vorne muss einer stehen. Was ich ja schon wieder gesagt habe, ist, das Spiel ist sehr linear, auch was die Rätsel angeht. Wir wussten, wir müssen zurückgehen. Ich bin den Noten gefolgt, den Notizen, und jetzt wusste ich jetzt schon wieder, was das Rätsels Lösung war. Entweder ist es so, dass die Rätsel allgemein eher leicht sind, oder das ist, weil es die erste Episode ist und sie wäre noch schwieriger. Und dass sich vielleicht die Entwickler eher auf die Geschichte und die Charaktere konzentrieren, weil ganz ehrlich, diese Dialoge gefallen mir wirklich gut.
ziemlich abstruse Themen mit dem, oh, ich will, dass du mich tötest und ja, du musst mir Emotionen zeigen, damit ich dich töte und hiha, und dann machen die da so rum, ganz ehrlich. Ich find's faszinierend. Ich find's unterhaltsam auf eine dunkle Art und Weise. Und ja, meine Damen und Herren, hier mache ich jetzt erstmal einen kleinen Cut. Was jetzt sich hinter dem Raum befindet, hinter dem Schalter? Mal schauen. Und ja, wenn Ihnen diese Ausgabe von Angels of Death gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Und ja, ich hoffe, Sie kommen einigermaßen zurecht mit meiner Art, Weise, es vorzulesen eben. Und auch, dass ich halt ab und an Sachen übersetze. Nicht alles, aber halt so die wichtigsten Sachen. Oder wo ich auch selber sagen kann, okay, das kann ich gut zusammenfassen. Ich versuche mein Bestes, damit Sie verstehen können, um was es hier geht. Also, bis dann, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.